Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video geht es um die serielle Schnittstelle I²C. Wie die funktioniert, aufgebaut ist und wie die Datenpakete gesendet werden, das erkläre ich euch heute. Und wie immer gilt, jeder kann das. I²C steht für Inter-Integrated Circuit. Für eine einfache Schreibweise werden die beiden I zusammengenommen und als I2 oder I² geschrieben. Entwickelt wurde dieses Bussystem von Philips in den frühen 80er Jahren für eine einfache Kommunikation zwischen Komponenten. I²C benötigt nur zwei Leitungen, eine SDA, das steht für Serial Data Line, über diese die Daten übertragen werden, und eine SCL, Serial Clock Line, die Taktimpulse sendet. Zum Unterschied von UART benutzt I²C eine synchrone Kommunikation für die gemeinsame Clockleitung und kann damit Geschwindigkeiten von 100 Kilobits per Second bis zu 3,4 Megabits per Second im High-Speed-Mode erreichen. I²C kann mit bis zu 128 Teilnehmer im Bus bei einer 7-Bit-Adressierung kommunizieren und jeder Teilnehmer hat eine eindeutige Adresse. Ein paar Adressen sind reserviert, aber 112 Adressen können frei genutzt werden. Wenn das zu wenig ist, I²C kann auch mit 10-Bit-Adressierungen umgehen und damit 1024 bzw. 1008 verschiedene Teilnehmer im Bus ansprechen. Das Clock-Signal synchronisiert die Ausgabe von Datenbits vom Master mit dem Abtasten von Bits durch den Slave. Das Clock-Signal wird von einem Master abgehend an alle Slaves und zusätzliche Master durchgeschleift. Der Master gibt den Taktzyklus vor und in jeden Takt wird ein Datenbit übertragen. Das bestimmt die Geschwindigkeit der Datenübertragung. Die Datenleitung wird auch vom Master aus über alle Slaves und zusätzliche Master verbunden. Eine Kommunikation startet der Master mit dem Senden eines Startbits. Beim Startbit wird die Datenleitung von High auf Low gesetzt, noch bevor das Clock-Signal von High auf Low geht. Vom Master aus wird jetzt das Startbit an alle Teilnehmer im gleichen Bus gesendet. Als nächstes folgt die Adresse vom Teilnehmer, mit der der Master die Kommunikation aufnehmen möchte. Die Adresse kann 7 oder 10 Bit groß sein. In unserem Beispiel verwenden wir eine 7-Bit-Adresse. Als 8. Bit sendet der Master, ob er den Slave beschreiben will oder ob er vom Slave Daten lesen möchte. Beim Beschreiben vom Slave wird RW, das heißt Read-Write, auf 0 gesetzt und beim Datenlesen vom Slave auf 1. Der Master sendet jetzt die Adresse aus und die geht wieder an alle Teilnehmer im Bus. Die Daten werden mit dem Most Significant Bit zuerst gesendet. Das heißt, von unserem Datensatz wird die linke Zahl zuerst gesendet. Wenn der Slave adressiert wurde, dann sendet er ein Acknowledge-Signal zurück an den Master. Wenn der Slave eine 0 zurücksendet, dann heißt das, alles verstanden und in Ordnung. Sollte ein Problem auftreten, wie zum Beispiel, dass der Slave die Daten nicht lesen kann oder gerade mit was anderem beschäftigt ist und keine Zeit hat, mit dem Master zu kommunizieren, dann sendet der Slave ein High-Signal, das sogenannte NAC, Not Acknowledged. Wenn alles in Ordnung ist, dann sendet der Slave das Acknowledge-File und der Master startet mit der Adressierung von internen Register. Ein Gerät, wie zum Beispiel der BME-280-Sensor, hat eine Adresse, aber er hat auch verschiedene Register, in denen die Werte wie Temperatur, Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit gespeichert sind. Diese Register können nicht nur gelesen werden, man kann auch Register beschreiben. Nachdem der Master die Daten für die Registeradressierung an den Slave gesendet hat,
schickt der Slave das Acknowledge Bit zurück. Nachdem der Master das Acknowledge Bit vom Slave erhalten hat, kann die eigentliche Übermittlung der Daten erfolgen. Ein Block von Daten ist immer ein Byte groß. Ein Byte, das entspricht 8 Bit. Wenn die Übertragung erfolgreich war, sendet der Slave das Acknowledge Bit zurück an den Master. So kann jetzt ein Datensatz nach dem anderen vom Master zum Slave gesendet werden und jedes Mal bestätigt der Slave mit Acknowledge, dass die Daten in Ordnung sind. Wenn alle Daten übertragen worden sind, sendet der Master ein Stop-Bit. Das Stop-Bit ist jetzt genau umgekehrt vom Start-Bit. Die Datenleitung geht von Low auf High, nachdem das Clock-Signal von Low auf High gesetzt wird. Das Lesen von Daten von einem Slave funktioniert fast gleich wie das Beschreiben von einem Slave, aber es benötigt ein paar extra Schritte. Der Start erfolgt gleich wie beim Schreiben von Daten. Der Master sendet die Geräteadresse, gefolgt von einer 1 bei RW, das bedeutet Schreiben, und nachdem der Master das Acknowledge-Bit vom Slave erhalten hat, sendet er die Registeradresse. Den Erhalt bestätigt der Slave und bis dahin ist alles dasselbe, aber jetzt kommt der Unterschied. Der Master sendet noch einmal ein Start-Bit, gefolgt von der Slave-Adresse, mit der er kommunizieren möchte. Der Slave sendet wieder das Acknowledge-Bit, gefolgt von den Daten, die der Slave jetzt an den Master sendet. Der Master sendet jetzt das Acknowledge-Bit nach jedem Datensatz an den Slave. Beim letzten Datensatz sendet er das Snack-Bit, gefolgt von einem Stop-Bit. Die einzelnen Datensätze können nicht wie bei UART überprüft werden. Ich hoffe, dass ich euch das doch relativ theoretische Thema so beibringen konnte, dass es verständlich war und vielleicht sogar etwas Spaß gemacht hat. Schreibt es mir unten in die Kommentare, ob ihr iSquare-C nutzt und ob das Video für euch hilfreich war. Wenn ihr noch etwas über iSquare-C nachlesen wollt, dann besucht doch einfach die Webseite von Edis TechLab. Hier findet ihr noch weiteres Hintergrundwissen zur iSquare-C-Schnittstelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Edis TechLab.